Hi. Oh, aha, jetzt sehe ich auch, was hier los ist. Das sind Fledermäuse. Ich habe gerade auch mal geguckt nach den Informationen zur neuen Version und da gibt es dann für so mal für Fledermäuse. Die flattern hier so. Mehr machen die nicht, als hier rumzuflattern, beziehungsweise rumzuhängen. Es ist einfach so ein, ja, zusätzliches Design-Element eigentlich. Es gibt viele neue Sachen in der neuen Version. Nur mal so nebenbei bemerkt, die sind teilweise ziemlich cool. Den neuen Sound habe ich ja vorhin schon mal angemerkt, dass es den anscheinend gibt. Und eben habt ihr gesehen, dass der Zombie dass der einen Pilz in der Hand hatte. Die heben jetzt nämlich Gegenstände auf. Auch wenn ich nicht weiß, warum der Zombie einen Pilz aufhebt, aber gut. Trotzdem coole Sache. Muss man schon sagen. Und vor allem weiß ich nicht, wo die ganzen Skelettbogenschützen herkommen. Warum die Skelettbogenschützen immer genau dann auftauchen, wenn ich sie nicht brauche, und wenn ich sie brauche, sind sie nicht aufzufinden. Ja, es gibt auch Momente, in denen hätte ich gerne einen Skelettbogenschützen. Viele Momente. Das Getrappel ist vielleicht der neue Sound von Spinnen. Ich meine, das Hauchen, das kenne ich ja schon.
Das Getrappel von ihren 8 Beinen, das ist neu. Der Nether scheint auch gefährlicher geworden zu sein. Nach meinen Informationen. Oder zumindest anders, sagen wir mal so. Also, ich weiß ja nicht, was jetzt wie häufig das spawnt. Ich weiß nur, dass jetzt noch zusätzliche Sachen spawnen. Kann natürlich sein, dass dafür die anderen Sachen seltener spawnen. Zum Beispiel diese Lohnspawner, das sind ja so viele Lohnen gespawnt, das konnte man gar nicht sich alles drum kümmern. Vielleicht wurde das ja reduziert. Dann geht's fast schon wieder. Man weiß es nicht. Obwohl wahrscheinlich, ja egal, was da Geld, ob das so ist oder nicht. Trotzdem wurde ein neues Monster eingefügt im Nether, das sicher nicht ohne ist. Nach dem, was ich darüber sagen kann. Ohne es gesehen zu haben, aber... Ah ja, das sind Fledermäuse, wie dem gesagt. Denen tue ich nichts. Warum auch? Die bringen nicht mal Erfahrung. Ah ja, hier ist eine Mine. Mal wieder. Ich mache gerade mal dicht. Denn ich will mal hier bisschen was einschmelzen. Unter anderem. Ich weiß nicht, ob das hier der perfekte Ort ist, weil... Aber egal, ich mach's einfach mal. Jetzt habe ich 2 Öfen gemacht. Na gut. Ist ja nicht so, dass ich einen Mangel am Pflasterstein hätte. Vor allem wollte ich eine neue... Ich muss natürlich auch erstmal wieder Stäbe machen. Eine Schaufel wollte ich nämlich neue machen. Und gleich kann ich mir auch mal eine neue Spitzhacke machen, weil ich will die Diamanten-Spitzhacke ja nicht dauernd verbraten. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ich hab sie ja immerhin schon mal da. Könnte man sagen, benutze doch halt auch, aber... Ganz ehrlich,
So macht man Wolle. Ich brauche also quasi 12 Spinnenfäden, um eine Wolle zu machen, wenn ich mir ein Bett machen wollte. Wieso kommt da eigentlich weiterhin Zeug runter? Ups. Das war jetzt nicht ganz beabsichtigt. Das dagegen schon. Das nennt man Controlled Demolition. Gold gibt's hier schon mal. Das ist schon mal. Also ich freue mich ja schon über Gold, aber was natürlich schöner wäre noch, wären Diamanten. Aber wenn ich schon Gold habe, dann könnten Diamanten rein theoretisch in der Nähe sein. Also von der Tiefe, in der sich beides jeweils aufhält, rein spielmechanisch her gesehen. Es sei denn, daran wurde auch was geändert. Weil dass ich Erneuerungen gelesen habe, wurde daran jetzt direkt nichts geändert. Wieso nehme ich die Kohle nicht mit? Ich habe doch hier. Oh, da fehlt. Ja. Da fehlt einfach eine Textur, weil ich. Ja. Weil ich das Texturenpack noch nicht abgedatet habe. Warte mal, dann nehme ich vielleicht mal. Bevor ich. Hehehe. Ist doch auch mal wieder lustig, oder? Standardtexturen. Da sieht man mal den Unterschied. Nein, ich mache das natürlich gleich wieder richtig. Obwohl, warte mal, ich warte gerade mal bis in ein paar Minuten. Dann werde ich nämlich hier mal. Denn in diesen paar Minuten werde ich dann. Obwohl, nee, ich erkenne ja hier gar nichts. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Ja. Die hat sich schützend vor dem Küker geworfen. Also wohl eher unfreiwillig, aber
Aber sie hat's getan. Wo warst du eben? Und wo bist du jetzt? Oh, da geht's noch mal ein klein wenig runter. Vielleicht gehe ich gerade mal ein Stückchen zurück, und zwar bis zu meinem Ofen-Dingens da, bis zu meiner Basis mit dem Ofen, sofern ich noch mal zurückfinde. Nein, das dürfte ich finden. Das müsste ja, also hier habe ich den Eimer fallen lassen und da oben, und dann müsste es quasi in der Richtung nicht, sondern ich glaube jetzt weiter oben noch, wo ich hier, genau. Jetzt muss ich nur überlegen, dass ich da möglichst ohne Schade durchkomme. So vielleicht, und dann so. Das sieht doch ganz gut aus. Und da hinten ist auch mein Ofen. Na? Ofen. Ich lasse das einfach jetzt mal so, weil das ist mir jetzt zu viel da alles. Meine ganze Kohle zu verbraten für. Ach, verdammt. Ja, ich mach mal kurz. Ich schau mal kurz, ob es schon ein upgedatetes Texturenpack gibt und so. Und dann bin ich gleich wieder da, Leute. Ciao.